Generalprobe für die Tragödie Antigone im Jungen Staatstheater Parchim am 10. März 2022 in einer Bühnenfassung von John van Düffel. Was die Parchimer hier auf die Bühne bringen, ist laut, dreist und zeitgemäß. Im Stück geht es um Krieg, Macht und Tyrannei. Antigone wird von Kreon zum Tode verurteilt und lebendig eingemauert, nachdem sie gegen sein ausdrückliches Verbot ihren Bruder Polyneikes beerdigt hat. Sie folgt ihrem Gewissen und dem Gebot der Götter radikal bis in den Tod. Mehr Brisanz kann Theater vor dem Hintergrund aktueller Krisen und Kriege nicht haben. Kriege gab es ja immer, deshalb ist es ja auch immer Thema, dieser Stoff. Deshalb ist dieser Stoff immer Thema und jetzt plötzlich rutscht das rein. Wir hatten ja zwei Etappen für diese Probenzeit und gerade in unserer Endprobenwoche ist dann passiert so dieser schlimme Übergriff auf die Ukraine. Und einerseits war ich froh, dass wir schon vorher angefangen haben, mit dem Stoff zu probieren, weil das würde mit Sicherheit anders aussehen, der Abend, wenn das am Anfang der Proben gewesen wäre. Und jetzt hat es natürlich einen ganz anderen Kontext bekommen. Ich merke auch, dass die Gewichtung sich verschiebt, dass die Spieler mit anderen Bildern spielen. Das ist so präsent, sodass man ja wirklich jede Zeile, jedes Wort, dafür hat man ein Bild gerade sofort vor Augen. Theater und Kunst gewinnen in Kriegszeiten mehr Relevanz, als uns Politiker weismachen wollen. Hier können wir unsere eigene Position in der Welt hinterfragen und neu interpretieren. Das Junge Staatstheater Parchim führt das beispielhaft vor. Am 12. März gibt es die Premiere von Antigone im Mahlsaal des Theaters. Weitere Aufführungen für Schule und Publikum unter www.mecklenburgisches-staatstheater.de. Einen ausführlichen Bericht zu Antigone am Jungen Staatstheater Parchim gibt es ab dem 15. März in unserem Programm.